ich wieder nach Hause. Oh je, meine Haare sehen schrecklich aus. Ich hatte gerade Cap auf. Aber ein herzliches Willkommen zu einem neuen Vlog und zum letzten Vlog aus Ägypten. Es ist soweit. Guck mal, Mona ist schon am Packen. Nein. Wie weiß ich, packe jetzt. Du fliegst damit zurück und ich bleib hier. Ach so. Nein, das will ich nicht. Ich dachte gerade schon, okay, gar kein Problem. Dann machen wir das doch so, ne? Ja, also der letzte Vlog aus Egypt, Leute, hat begonnen. Ja, heute wird gepackt. Aber, und soll ich euch was so Gutes sagen? Was denn? Wir packen zwar jetzt gerade unsere Koffer, ne? Mhm. Ein bisschen traurig ist man immer, aber wir freuen uns sehr oft zu Hause. Aber soll ich euch was sagen? Mhm. In 0,nix, für euch sogar noch schneller, sehen wir Juli wieder. Mhm. Ich kann es kaum erwarten, Leute, wirklich, ich bin so aufgeregt. Wir waren noch nie so lange weg. Mhm. Ich bin gespannt, wie er reagiert, ob er richtig pisst sein könnte oder ob er sich sehr freut. Ping-Chong-Chong! Herzlich willkommen zur Roomtour von Kobix Mone Hotel Ägypten 2022 im März. Grand Resort Ägypten. Mhm. Wenn ihr mal Bock habt, hier hinzukommen, wisst ihr, auf was ihr euch einzustellen habt? Yes. Ich finde es sehr schön, es ist sehr altmodisch. Ja, aber ich finde, das ist auch ein typischer ägyptischer Stil. Also es gibt hier auch super, super moderne, neue Hotels, aber die sind dann halt einfach griechische Vibes und sowas, neumodisch, aber wenn ihr Ägypten-Vibes wollt, dann geht ihr in sowas. Ja, also yes, wir haben hier sehr schöne Fliesen, wir haben hier den Kleiderschrank, alles ein bisschen altmodisch, aber Mona hat eingepackt. Ich hab eingepackt. Ja? Mache ich normalerweise nie, aber ich wollte einen neuen Lifestyle ausprobieren und deswegen habe ich alles eingeräumt. Und Mona sagt, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich sehr gut an, ja. Also hier kommt man rein. Eingang, hier ist Strom. Genau. Hier ist Badezimmer. Ist natürlich jetzt gerade. Was habe ich da drin? Super, nicht aufgeräumt, danke, Babe. Yes. Toilette, kleines Waschbecken und eine schöne Dusche. Ganz normal, kannst du einmal reinpinken. Dusche. Nichts Besonderes, aber ja, alles hier schön Holz, bisschen Fliesen, alles sehr altmodisch. Und auch mal, hey, keine Ahnung, vielleicht ist mal das Ding hier ein bisschen locker, aber auf jeden Fall, es funktioniert alles. Wir fühlen uns auf jeden Fall sehr wohl. Alles gut. Dann kommt man genau von hier jetzt quasi. Sorry, willst du moderieren? Nein, mach ruhig. Okay. Sag an, ich bewege mich einfach. Ja, okay. Ich dachte immer, die Person, die hinter der Kamera steht, redet und die vor der Kamera, keine Ahnung. Also, die macht gar nichts einfach. Ja. Okay. Nein, mach du, erzähl. Mach. Ja, okay, also dann kommt man hier rein und dann ja, ist das eigentlich schon alles. Also hier ist das extrem riesengroße Bett, also es ist wirklich wunderschön. Ist top gemütlich. Ja, das also, ist echt gemütlich. Ich habe sehr gut geschlafen. Sehr, sehr gut. Und ihr kennt mich ja, ich bin kritisch, was Betten angeht. Wenn ich nicht gut schlafen kann, sage ich das auch immer. Aber hier habe ich gut geschlafen. Ja, mit unserem Krokodil. Nein, ne? Ja, und hier oben ist so ein schönes Himmelgedöns. Ja, also schläft man auf jeden Fall sehr gut und ihr seht bitte, wie riesig das ist. Also ja, sehr, sehr riesig. Genau. Das auch alles sehr altmodisch ägyptisch, ne, auf angelegt. Chiller Area. Hier zum Chillen auch alles sehr gemütlich. Ah, kann man auch gut sitzen. Ja, hier Chiller Area. Ja. Und hier ist dann noch quasi, Moment, ich gehe nochmal ein Stückchen zurück. Also Bett, Schreibtisch und Gedöns, der Fernseher. Daran am Fernseher sieht man, glaube ich, wie alt das alles ist hier. Ja, ja, das Hotel ist halt auch generell schon was älter. Ja, ne? Aber es ist trotzdem sehr schön. Dafür ist der Außenbereich umso schöner. Jetzt haben wir gleich auch nochmal richtig. Ein Spiegel. Hallo. Habt ihr zu so, Aussicht. Balkon. Was? Der ist echt riesig auch. Ja, Balkon, ja. Also wirklich, schaut euch das mal an hier. So sieht es hier draußen aus. Ich zeige euch mal kurz. Flott, a little bit. So ist unsere Aussicht. Also ja, jetzt gerade natürlich schon schattig, aber the sun is go away. Ja, aber ganz schön. Also auf jeden Fall, man hält es aus im März hier. Ne? Ja. Guck mal, unsere Arme hier. Man kann auch gut braun werden, ne? Mhm. Ja. Mhm. Wenn man sich nicht so eincremt wie Hans und Vicky. Schneeweiß. Ja, das war aber unsere Routour. Leute, es ist soweit. Nee, ernsthaft, wir sind wirklich traurig und wir konnten gerade Tafik, dem besten Mann, den ihr erkennt, dem konnten wir nicht mal richtig tschö sagen, weil gerade sein Chef da war. Oh Mann. Hallo. Ja, auf jeden Fall. Was wolltest du sagen, Hans? Wir sind alle sehr traurig.
Also wir freuen uns auf Juli, aber wir sind jetzt wieder jetzt traurig. Naja, Abfahrt. Es ist soweit, Leute. Wir müssen auschecken. Es ist soweit. Danke, Bruder. Macht's gut. Tschüss, Hotel. War aber doch cool auf jeden Fall. Wir haben hier 18.15 Uhr, ne? Ja, 19. In 8 Minuten kommt der Bus. Krass. 7 Stunden sind wir Juli. Ja! Das ist so lange, 7 Stunden. Das ist krass, mein ganzer Arbeitstag. Ja, ne? Wir fliegen doch so kurz nach Hause. Am Flughafen gelandet. Jetzt Koffer holen und dann ab zu Burger King. Ja! Okay, 9 Dollar. Wir suchen jetzt für Juli ein kleines Mitbringsel. Wir suchen ein Kamel eigentlich, was keine Glasaugen hat und nicht irgendwie drinnen irgendeine ägyptische Musik abspielt. Also immer davon abgesehen, dass es tierisch nervt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber es ist halt auch für ihn nicht gut, wenn er darauf rumkaut und so, deswegen. Ja. Das Problem ist, die haben alle dasselbe. Wir finden was. Eieiei, wir wurden so hops genommen. Wir haben uns darauf verlassen, dass wir hier zu Burger King gehen. Auf der Kugel steht rund um die Uhr geöffnet. Wir kommen an, der macht gerade zu einfach. Und jetzt haben wir für diese Pizza, also für 6 Stücke, 29 Euro bezahlt. Und hier gab es nichts Günstigeres. 29,50 Euro. Ja. Das ist so geisteskrank. Das Ding ist, bis wir gelandet wären auf deutschem Boden, sind jetzt noch 6 Stunden. Das, 7 Stunden. Das hält sich ja nicht aus. Und aber. Yay, back in Germany. Gut gelandet. Wir haben einfach. Sieht wie so rot aus. Nein, braun meinst du? Ja, schon. Halb 4. Voll crazy, ne? Gerade erst aus dem Flugzeug raus. Überlegt mal, wie lange das dauert, bis wir die Koffer haben und raus sind und alles. Und Juli abgeholt und alles. Boah, 6 Uhr, 7 Uhr sind im Bett oder so. Perfekt, Alter. Guck mal, das Ding ist ja, wir hatten heute das erste Mal auf dem Flug, war einfach jemand, dem Fluggast ging es schlecht. Und Mono und ich beide direkt so, wir haben 17 Staffeln in Grey's Anatomy geguckt. Ja, weil eine Durchsage kam, ob ein Arzt an Bord ist. Nein, also wir machen da jetzt Spaß, weil alles gut gegangen ist. Dem Passagier geht's gut, deswegen alles tamam. Aber wir werden direkt so, ja, Grey's Anatomy, wer klärt das? Nein, aber sind gut gelandet und jetzt müssen wir erstmal alles checken und gucken, was hier abgeht. Aber bittere 9 Grad sind es hier, oder 6 sogar nur. 6 Grad, huhu! Ich hab direkt wieder einsteigen und zurück. Ich schwöre. Oh mein Gott! Wir sitzen im Auto und sind jetzt in 30 Sekunden bei Kobis Eltern zu Hause und wir holen jetzt Juli ab. Ja, Leute, haltet uns hier verrückt, aber wir konnten einfach nicht bis morgen früh warten. Wir haben jetzt einfach 5 Uhr. Kobis Eltern wirklich, dass sie jetzt noch aufstehen und uns Juli übergeben und auch eine Woche auf ihn aufgepasst haben und alles. Und ach, guckt uns an, Alter. Wir sind so Honigkuchenpferde. Wir freuen uns jetzt so auf ihn. Wir sind gespannt, wie er reagiert. Ist er mad? Freut er sich? Man weiß es nicht. Guck mal. Hallo! Na, haben wir dir versprochen, ne? Du kommst nicht wieder nach Hause. Ich will dich wieder erstmal machen. Oh ja! Hallo! Hallo! Ihr habt ja die Hochformataufnahme auf jeden Fall gesehen, einen Teil. Ey, es ist ein Träumchen. Es ist so toll. Es ist einfach nur ein Träumchen. Wir haben ihn wieder. Komm hoch, los, hoch ins Bett. Ja! Yeah. Wie toll ist bitte das eigentlich? Es ist alles so toll. Wir haben ihn wieder, wir sind wieder da. Der Ola. Ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal verarbeiten. Wir schlafen und melden uns morgen früh, ehrlich. Was willst du jetzt? Was hast du jetzt mit? Schlaf gut. Eieieiei. Erstmal ganz wundervollen guten Morgen. Er hat heute schon im Garten gespielt und alles gemacht. Aber wir wollen ihm natürlich sein Mitbringsel noch zeigen. Ne? Wir haben dir was mitgebracht. Wir bringen dir immer was mit, ne? Sollen wir mal gucken? Ein Kamel! Oh wow! Tippi! Cool! Das ist er appreciated das immer so, ne? Ich liebe so
Das ist so toll. Man bringt ihm was mit und er appreciated das eigentlich immer. Appreciated ist immer richtig hart. Er spielt jetzt eine Woche lang nur mit diesem Spielzeug und danach wechselt er wieder zu seinem Main-Charakter. Oh, so in love, ne? Ehrlich. So unglaublich. Und wir sind schon am Aufräumen. Koffer sind schon ausgeräumt, weg. Und guck mal das an. Die zwei Packungen Müsli sind übrig geblieben. Okay, Friends, ich weiß, einige von euch können Füße nicht sehen. Ich will auch gar nicht zu viel filmen, aber Mono muss jetzt eine große Operation machen, denn ich habe einen Splitter im Fuß. Schön, wie du still willst, und zwar einen ägyptischen Splitter. Operation geglückt, Patient ist nicht gestorben. Du musst jetzt im Aufwachen. Ja, ich bin auch so schwer, ich bin so schwach. Nein, ich liebe dich, danke dir. Die Männergrippe war das, nur noch schlimmer. Okay, Leute, ihr müsst wissen, wir haben dieses Ding hier gekauft, okay? Und hier innen drinne, ja, warte, lass mich mal zeigen, Juli. Hier innen drinne ist so ein doofer Mechanismus, dass es manchmal anfängt, irgendwas auf Ägyptisch zu singen. Das Ding ist, das war das Einzige, was wir gefunden haben, was keine Glasaugen hatte. Und wir dachten so, weil wir das nicht mehr hinbekommen haben, dachten wir, ah ja, jetzt habt ihr es gehört. Ja, wir dachten, dass Juli es niemals hinkriegt, dieses Ding zu aktivieren. Jetzt hat er gerade damit gespielt und es ist angegangen und er hat richtig verdutzt geguckt. Warte mal, gucken wir, ob er es jetzt nochmal macht. Oh, das ist schon wieder der Abmoderation. Abmoderation? Schon wieder? Mhm. Irgendwie sind wir nur Abmoderation zusammen. Mhm. Das ist schon wieder eine, die schon stattfindet im nächsten Vlog. Achso, ne? Ja, okay. Also, wenn euch der Daumenvlog gefallen hat, lasst gerne einen Daumen oben da. Schreibt was Liebes in die Kommentare. Gerne Verbesserungsvorschläge auch rein. Mhm. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Ja, okay. Bis dann. Tschüss.